Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Herzlich willkommen zum Logbuch des Captains. Bleibt dran! Jo, heute habe ich mir ein Thema überlegt und zwar Deutschland eine Retourgesellschaft. Ja, es wird immer mehr Zeug bestellt, Sachen bestellt, die man nicht braucht unbedingt, und ungefähr die Hälfte davon geht zurück an den Absender und man will sein Geld dafür wieder haben. Gott, ist an sich ja was völlig Normales, aber das belastet die Umwelt wirklich auch ohne Ende. Denn die meisten Produkte, die zurückgehen, werden tatsächlich vernichtet. Ja, die werden nicht irgendwie weiterverwendet oder so, die werden einfach vernichtet. Weil man davon ausgehen muss, ja, sind kaputt, sind gebraucht, ist nichts mehr wert. Ja. Und ich sag mal, mindestens 70% von diesen Sachen haben Plastikanteile oder sind komplett aus Plastik. Ja. Plastik verbrennt und rußt ohne Ende. Und das kommt alles in die Luft hinein. Ja, wunderbar. Ich kann auch nicht sagen, was man mit den diesen Plagiaten machen kann, außer dass man sie halt in Länder schickt, in denen Kinder sich freuen würden, wenn sie was zum Anziehen haben. Ja. Zum Beispiel, das wäre mal eine Maßnahme. Oder wenn es Plagiate von Lebensmitteln sind, was glaube ich nicht so häufig vorkommt, dass man die halt dementsprechend kennzeichnet, dass sie nicht mehr wiederverkauft werden können, und dass man die an Bedürftige gibt. Ja, das wäre auch so eine Möglichkeit. Das hatte ich mir mal überlegt. Ob das so zu halten ist, das weiß ich nicht. Aber man kann es versuchen. So. Ja. Mindestens so um die 50% von, allein von, gehen wir mal von Amazon aus, weil es ist ein ziemlich großer mittlerweile, gehen zurück und es wird dafür anderer Scheiß bestellt. Ja, das Sendungsvolumen bei Amazon hat sich in den letzten, ja, sagen wir mal, 10 Jahren gesteigert bis ins Himmelreich, ja. Und das Problem ist, je mehr Sendungen kommen, je mehr Sendungsvolumen da ist, ich muss gerade mal was trinken. Ich stehe gerade an der Ampel und deswegen muss ich was trinken. Jo, heute trinke ich mal hier Energy Drink mit Pflaume und Zimt. Ja. Mal gucken, wenn ich noch mal so einen kriege, werde ich demnächst auch mal eine Review drüber machen. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon reviewt habe, aber ist egal. Und na jedenfalls, das Sendungsvolumen hat sich exponentiell erhöht bei Amazon. Demzufolge kam, wie es kommen musste. Es haben sich immer mehr Unternehmer beworben, um das Zeug auszuliefern. Und wenn das so ist, dann kommt dann ein Preiskrieg. Ja, da geht es wirklich um halbe Cent quasi. Ja. Da kann der treueste Unternehmer für eine Firma fahren, der schon 20 Jahre für die Firma gefahren ist. Wenn dann einer kommt und sagt, hier komm, ich fahre für ein halbes Cent weniger im Monat, dann kündigen die den Vertrag. Ist einfach so. Ja. Na? Und Amazon nutzt es dementsprechend dann auch aus, dass immer mehr Sendungen auf die Fahrzeuge gekloppt werden. Also
hast du am Tag als Amazon-Fahrer mal angenommen, du hast im ersten Jahr noch so 180 Zustellungen am Tag und dann hast du im zweiten Jahr schon 240 Zustellungen am Tag. Ja? Und mittlerweile, ich hab's mir mal angesehen, ich kenne Leute, die dort arbeiten, das sind wirklich die ärmsten Schweine. Die Autos sind gerammeltevoll. Also, die sind nicht vom Gewicht her gerammeltevoll, denn das ist nicht erlaubt. Und das kommt bei Amazon eigentlich auch nicht vor, da Amazon größtenteils leichte Sachen verschickt. Und der Versand für die teuren Sachen nicht so doll ist. Und natürlich wollen sie es immer billiger haben. Am besten mit kostenlosen Versand. Und Amazon will auch für den Versand nicht viel zahlen. Ja? Die zahlen, also wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, die zahlen im Schnitt vielleicht ein paar Cent pro Zustellung. Ja? Aber die nehmen das normale Porto von der Post und zahlen dem Unternehmer ein paar Cent davon aus. Ja. Na, ist klar, dass dann nur Unternehmer kommen, die ihre Leute nicht oder kaum bezahlen. Oder die ihre Leute aus Polen holen oder aus anderen EU-Staaten, wo der Mindestlohn weitaus tiefer sitzt. Ja. Und dann darf auch mal einer für 4 Euro die Stunde fahren. Ja, ist halt so. Passiert. Ja, ist genauso wie bei der Deutschen Post. Da gibt es diverse Dokumentationen drüber, über die Deutsche Post Brief und über die Deutsche Post Pressepost und wie das Ganze zusammenhängt, auch preislich, und dass die Leute in ihren Bussen pennen müssen, die ganze Woche über. Und wenn sie Glück haben, sind sie am Wochenende mal zu Hause oder alle 2 Wochen. Also, das ist ein Umstand, ja. Und dann willst du noch Familie haben, nebenbei. Wunderbar. Tolle Zeit mit der Familie, die du nicht hast. Ja. Das Problem ist jetzt, wie kann man dieser Retourflut entgegentreten. Ja, wie kann man das machen? Weil immer mehr Retouren, natürlich auch immer mehr Verpackung, weil die Sachen sind doppelt und dreifach eingepackt. Was kann man dagegen tun, um die Umwelt zu schonen? Ja, ganz klar ist, man kann den Müll trennen. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Bitte trennt euren Müll. Und dann die zweite Sache ist, ich würde sagen, geht doch zum Einkaufen nicht ins Internet, sondern um die Ecke. Es gibt bestimmt einen Laden um die Ecke, wo es solche Sachen auch gibt. Zumindest Lebensmittel, die kann man auch ruhig beim Aldi, beim Lidl, beim Rewe oder so kann man die holen. Die muss man sich nicht umständlich über Amazon schicken lassen. Ja. Bücher, es gibt immer noch Büchereien, Buchläden, wo man sich sowas bestellen kann. Und bei den Büchereien ist zum Beispiel so, da wird das komplett, alle Bücher, die bestellt werden, werden komplett von der Firma geliefert, in der blauen Kiste meistens. Ja. Ist eine zuverlässige Sache. Ja. DVDs, also Videospiele zum Beispiel, in fast jeder größeren Stadt gibt es mittlerweile einen GameStop, wo es gebrauchte Spiele gibt. Also ich gehe da auch wirklich sehr gerne hin. Und es gibt auch überall Mediamarkt und alles. Und da kann man die Sachen auch direkt kaufen. Man spart sich auf jeden Fall zum einen die Verpackung von Amazon, ist Pappe gespart. Man spart sich den Versand
Das sind in den meisten Fällen so, ja, so 2,70 oder was. Und ich mache es zum Beispiel so, wenn ich in den Supermarkt gehe oder in den Mediamarkt oder so, dann bestehe ich darauf, dass ich die Verpackungen, dass ich die Umverpackungen, weil vor Ort lassen kann. Weil die Originalverpackung, die musste aufheben wegen der Garantie. Aber was da außenrum ist, das ganze Plastikgedöns und das Luftpolsterfolie und das Stretchfolie und das, ja, das kannst du alles im Laden zurücklassen. Das mache ich auch. Ja, ich knall die da so voll mit Müll. Wenn ich da einkaufe, dann nehme ich nur das Produkt mit und die nötigste Umverpackung, die ich brauche, um es halt als Garantiefall eventuell mal wieder zurückzuschicken. Ja. Aber die meisten Gerätschaften halten bei mir eh so lange, dass die Garantie weg ist und bevor die Garantie überhaupt durch Geld machen kann, sind die Geräte schon so alt, also in den meisten Fällen mittlerweile, dass ich die große Verpackung auch da. Ja, ich habe dann immer einen Korb dabei, wo ich das dann reinlegen. Und das meiste an Verpackung lasse ich da. Genauso mache ich es im Supermarkt. Ja, ich gehe einkaufen. Obst kaufe ich sowieso nur unverpackt. Also ich kaufe mir Bananen so zusammenhängend am Stück. Diese Bananen. Tomaten auch. Gucke ich, wo die losen Strauchtomaten sind. Und alles andere, ich nehme auch immer ein paar Tupperware mit. Ich nehme auch immer ein paar Tupperboxen mit, wenn ich mal so Beeren oder sowas kaufe. Oder etwas, was ich weiß, dass ich gleich verzehren möchte, wie zum Beispiel Nüsse oder sowas. Dann nehme ich mir da 1, 2, 3 verschiedene Tupperboxen mit, lasse die vorerst im Auto. Na? Dann gehe ich einkaufen, gehe zum Auto, dann fülle ich die Sachen um und dann schmeiße ich den Müll direkt beim Supermarkt rein. Das ist mein gutes Recht und das ist auch irgendwo mein Beitrag, finde ich, zum Müllvermeiden. Aber wenn das jeder so machen würde, ich garantiere euch, dann würde die ganze Bude bei den Supermärkten voll stehen mit Müll und irgendwann würden die sagen, ihr Leute, eben reicht's, wir kaufen nichts mehr an, was auch nur ein bisschen mehr Verpackung hat, als unbedingt nötig ist. Ja. Ja. Neulich habe ich irgendwo gelesen oder gehört, dass einer keine Plastikflaschen mehr anbieten will, komplett nicht mehr anbieten will. Ja, gut. Das ist natürlich so eine Sache, weil ich persönlich, außer halt zum Testen, jetzt hatte ich halt mal Durst gehabt und habe den einen so getrunken, aber zum Testen hole ich mir Dosen, die ich entweder zurückgebe oder recyceln kann im gelben Sack. Und ich habe es mittlerweile geschafft, dass ich also die ganzen letzten 3 Monate, ja, die letzten 2-3 Monate quasi, habe ich es geschafft, keine einzige PTE-Flasche mehr zu kaufen, außerhalb zum Testen. Also für meinen Hausgebrauch nichts mehr, keine PET-Flaschen. Habe ich keine mehr gekauft, brauche ich nicht, brauche ich keine zurückgeben, ist Müllvermeidung. Finde ich gut. Na, ich habe da so eine Wasserflasche, die habe ich auch, Mist, die habe ich heute vergessen. Egal, ich bin eh bald im Büro. Und dann fülle ich mir die überall, wo ich bin, schön mit Leitungswasser auf. Und dann geht das. Na? Und genauso kann das laufen,
mit Retourwaren. Ja, wenn ihr, bevor ihr was bestellt, nachdenkt. Ich habe das Problem früher auch gehabt. Ich habe im Internet Hosen bestellt und habe irgendwie nicht drauf geachtet, welche Größe. Und dann muss man mal probieren. Und dann kam was an, was zu groß ist oder zu klein ist. Ja, mir war das damals aber schon zu viel Arbeit, das zurückschicken, weil dann musst du das wieder original verpacken, dann musst du damit zur Poststelle gehen und das abgeben. Ja, der Versand, der Rückversand, ich weiß nicht, ob der was kostet. Früher hat es was gekostet. Ich glaube, über Hermes so 4 Euro oder 3 Euro irgendwas. Aber mir war das damals schon so viel Arbeit. Und dann habe ich einfach in meinem Bekanntenkreis gefragt, ja, wer braucht eine Hose, Größe, so und so. War ein Fehlkauf, ist quasi wie neu und hab gesagt, ja komm, gib mir einen 10er weniger, als ich bezahlt habe, oder einen 5er weniger. Und dann ist das in Ordnung. Ja, das ist wie früher. Da hat man auch von den Geschwistern die Klamotten gekriegt, wenn sie noch gut waren. Das hat sich bewährt, ja. Ich bin zum Beispiel so aufgewachsen. So Mitte der 80er, wenn man der Älteste ist. Und ja, mir haben Sachen nicht mehr gepasst, irgendwann, weil ich erwachse. Und dann hat die meine jüngere Schwester bekommen oder mein jüngerer Bruder hat die bekommen, dementsprechend. Ja, damals hat man auch mehr Kinder gehabt als eins. Mittlerweile, glaube ich, ist es ja so, dass man am besten gar keine Kinder mehr haben sollte, laut den Klimaaktivisten, weil auch Kinder stoßen CO2 aus, genau wie wir auch. Ja, demzufolge, je mehr Menschen es gibt, desto mehr CO2. Das ist auch so eine Sache. Kümmert sich auch keiner drum und das rechnet auch keiner mit ein. Ja. Aber es wird gesagt, ja, die stinkigen Diesel und so weiter, ja. Ja, könnt ihr selber gerne glauben, aber mir macht man nichts vor. Na, okay, also behalten wir uns im Kopf, wenn ihr bei Amazon oder eBay oder sonst wo irgendetwas bestellt, macht euch vorher überhaupt Gedanken. Zum einen, brauche ich das Teil wirklich? Will ich mir was gönnen? Ja, nein, brauche ich das Teil wirklich? Kann ich das nirgendwo anders bekommen? Und selbst wenn es nur, die meisten kaufen ja im Internet auch, weil es gerade mal 10 Cent billiger ist oder so, ja. Das ist den meisten schon Grund genug, im Internet etwas zu kaufen. Dafür geben sie aber 3, 4, 5 Euro mehr aus für Nahrungsmittel, wo Bio draufsteht. Entschuldigung, da fehlt mir das Verständnis dafür. Ja. Ja. Also überlegt euch, ob ihr den Scheiß braucht. Wenn ihr ihn braucht, überlegt euch genau, dass ihr die passende Größe bzw. das passende Objekt bestellt, was ihr haben wollt, weil mindestens 30-40%, ja, also ich schätze mal mindestens 30% von den Retouren sind Sachen, ja, haben nicht gefallen, haben nicht gepasst, das könnte man vermeiden, da könnte man auch mit der Verpackung vermeiden, ja. Und es ist auch nicht ganz klar, was mit den Sachen passiert, also ich glaube, die werden vernichtet. Oder wenn es Elektronikartikel sind, werden sie neuerdings sogar weiterverkauft an diverse Unternehmen, die Sachen dann als B-Ware, Rückläuferware verkaufen. Aber dann werden sie ja wieder verschickt. Also das ist ein Teufelskreis und da muss man irgendwo rauskommen. Eieiei. Hier wackelt es aber ganz schön doch. Ja. Jo, ich würde sagen, das war's mal wieder für heute. Ein kleines Like werde ich vergessen. Abonniert meinen Channel
und macht mir Vorschläge, über was Themen ich reden soll. Was wollt ihr gerne mal meine Meinung wissen drüber? Schreibt es in die Kommentare rein. Ja. Meine Kontaktdaten sind alles in der Infobox unten drin. Ja. Und aktiviert die Glocke. Das ist ganz wichtig. So seid ihr immer auf dem Laufenden, was meine Videos betrifft. Demnächst kommen auch wieder Reviews, auch wieder Let's Plays und auch ein paar ASMR, wo ich dann noch gucken muss, wie viele ich davon machen will, ich weiß es nicht. Ja. Also dann, gute Fahrt, Jungs und Mädels.